Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Minecraft Karma. So, kurz die Bildschirmauflösung richtig einstellen. So, ja, wir sind wieder hier und inzwischen hat heute Morgen auch derzeit Shin fleißig hier gearbeitet und vorgelegt. Jetzt muss ich schauen, dass ich meinen Turm an Höhe gewinne, weil ich habe gesehen, er hat ebenfalls einen Turm angefangen zu bauen, allerdings eine größere Grundfläche, was auch bedeutet, bei viel Material. Und ich brauche jetzt auch Material. Ich brauche Birkenbäume. Wirklich viel Birkenbäume brauche ich jetzt, um Holz zu bekommen. Ich glaube, ich habe hier noch Setzlinge, oder? Ich habe noch Setzlinge, genau. Die werde ich mir nämlich setzen. Also irgendwie schauen, dass ich irgendwo einen Birkenbaumwald habe, sowas ähnliches. Das setzen wir die auch hier wild hin. Kann hier die Birkenbäume wachsen. Und das forste ich mal jetzt ab hier. Auch schon Birken haben. Oh, das war nicht so schlau, ich habe das ganze Grünzeug abgeerntet, nein! Ja, okay. So, ich habe überlegt, dass ich vielleicht auch nur hier und hier eine Treppe baue und hier was anderes mache. Und hier habe ich schon eine Treppe. Und gut, dann baue ich noch hier und hier eine Treppe, genau. Und zum Beispiel in so einer Ecke drin hier, wäre ich ein prima Platz, um, na, wer weiß es, natürlich, um eine Schmiede reinzubauen, klar. Okay, pro Schmiede. Ich brauche natürlich noch vier Steine. Und dafür habe ich jetzt Folgendes vor. Ich werde jetzt Cobblestone, die ich gerade jetzt reingeworfen habe, jetzt mal Cobblestone schmelzen. Wobei, nee, warte, ich brauche einen Trichter. Ich brauche jetzt mal einen Trichter. Da brauche ich Eisen. Okay, wir haben ein bisschen Eisen. Okay, ich werde mal kurz bisschen Eisen einschmelzen. Okay, da gebe ich mal das hier rein. So. Das ist Eisen einschmelzen. Dann habe ich nämlich hier schon Glas ausgegossen. Gar nicht, wie viel Glas habe ich hier drin noch? Wow, noch für 44 Blöcke. Ja gut, viel Spaß, ey. Ja, das Glas hier ist natürlich viel besser geeignet, weil es natürlich so schön durchsichtig ist. Okay, ich fällt gerade ein, ich brauche hier noch einen Barren. Okay, ich muss innen einen Baden noch haben. Was ist denn das? Fluid Umbrass. Ach so, wir brauchen noch Gold. Stimmt, Gold war das Problem. Was? Ach, ich vergesse, ich muss die Schale machen. Okay, wisst ihr was? Ich brauche zuerst mal einen Baden und Gold. Ich muss Goldplatinen gießen, um überhaupt was so machen zu können. Ich will kurz Chaos aber hinlegen, ich brauche Platz. So, okay. Wir brauchen Gold. Haben wir vielleicht sogar im Keller? Wobei unser. Der Bett ist ja noch da drüben, ne? Das klingt immer so wie in den Geist. Ich komme so vor wie. Das ist das gleiche Geräusch wie bei dem Mario-Spielen, Buhu macht, wenn er in die lacht. Hihihihi. Ja, so ist das. So, ich kann nur nachts schlafen. Aber ist doch Nacht. Na gut, hat sogar. Ach so, Schüssel. Ich dachte, wieso geht das ganze das Menü auf? Oh mein Gott, ich bin Nacht. Ich will schon das Bett hier nur hinstellen. Und schlafen. So. So, voilà. Okay, jetzt haben wir mal die Nacht überbrückt. Dann brauchen wir natürlich Holz. Ja, natürlich wie immer. Schüssel. Zack und zack. So. Oh, war das Geräusch immer so? Wahrscheinlich schon. Okay, und irgendwie müssen wir jetzt zu Gold kommen. Und da ist mir was jetzt eingefallen. Ich habe da hinten noch was entdeckt. Und da hinten, da denkt er, was redet der? Da hinten. Ja, aber ich habe mich total eh voll. Ah, warte, ich habe einen Fisch gebraten. Doch einmal, oder? Klar, eine neue Fische dazu. Okay. So, nee, was ich zeige, mal, ich zeige es euch gleich. Schon drei Feuer, dann kann ich schon fast was bauen damit. Oh, was ist das? Scrap mit herzhafte Häppchen. Kann man es auch braten? Eventuell.
Nö, kann man das essen, aber so? Wahrscheinlich schon, ne? Na gut, jetzt gehe ich mal kurz da hinten, weil da hinten gibt es etwas, das ich mal so Zufall entdeckt habe. Füße nämlich aggressiv. Oh, was ist das bitte schön? Hä? Was wächst an den Bäumen? Was ist das? Cherries? Also geil. Kirschen. Cool. Cool, Kirschbäume. Das ist ja cool. Was ist das hier? Mushroom. Also gibt es hier schon echt viel. Ah, hier drüben haben wir was. Jetzt ist es Frage, was. Es ist ein bisschen dickig drin. Da, da ist es. Oh, Flussschilfer. Ein Lucky Block. So, wir gehen mal schauen, was ein Lucky Block uns bringt. Oh! What the fuck? Ja, super! Gibt's wenigstens eine Belohnung oder was? Ja, toll! Danke vielmals! Ich glaub's nicht, da kamen tonnenweise Monster raus. Warte mal, Quarzblöcke. Quarzzeppe, Quarzstufe. Ja, Quarz gibt's hier, ja. Ja, super. Ich dachte, ich finde was Geiles und da kommt nur ein Riesenhaufen Monster drauf, raus. Na gut, das war's dann wohl. Somit. Wo bin ich jetzt hier gelandet? Oh nee. Gibt's ein Loch? Ich fahr bestimmt rein. Nein, das ist wieder voll, ich weiß. Boah, hier war wohl einmal Lehm. Der Zaljin abgebaut hat, so wie das aussieht. Na gut, das war der Lucky Block. Hat sich echt gelohnt. Oder auch nicht, schade. Ja, ist echt schade. Ich habe echt gedacht, ich finde was Cooles da drin und ja. War ein bisschen reinfallen, ne? Okay. Gut, dann hat nicht. Ich glaube, wir brauchen mehr Holz. Brauchen wir. Das können wir hinten abbauen. Bauen die Fall ja nicht. Wir werden das jetzt ändern. Da haben wir ein paar Blöcke, die wir verbauen können. Vielleicht bauen wir sogar die Schmiede da hinten. Mal schauen wir dann gleich an. Weil die Schmiede sind nur Übergehensweisen da drüben. Aber ja, wir brauchen immer noch Gold. Stimmt, Gold ist immer das Problem. Haben wir hier irgendwo Gold vorkommen? Wir haben ja so viele hier unten. Vielleicht irgendwo schon frei gedeckt oder so. Und nicht abgebaut. Das wäre natürlich schon möglich. Irgendwo brauchen wir Gold. Gold, Gold, Gold. So sehe ich hier gar keins. Ich sehe jetzt auch nirgends welches. Eisen. Ja, dann würde ich sagen, dann bauen wir hier ein bisschen mehr ab. Um vielleicht Gold hervorzurufen. Vielleicht. Betone vielleicht. War nix, ne? Wir nix. Ich bräuchte nicht viel, nur bisschen. Gold scheint hier echt rare Zutat zu sein. Nicht so oft hier gibt. Okay, sind schon wieder voll. Unglaublich, ey. So, Cobblestone natürlich wieder. One on mass. Und hier Quarzblock. Und Marble, mach hier Quarz rein. So, was haben wir hier? Okay. Also, wir brauchen Holz. Und zwar solches Holz da drüben. So,
Also wir setzen hier, nach der Nachschub gewährleistet ist. Das gibt ja viel jetzt. Okay, Schüsseltime. Das ist ja tot, ey. So, jetzt kann ich endlich mal hier alles zumachen. Okay, ich überlege gerade. Ach so. Ich überlege, was die roten Anzeigen auf der Karte sind, aber das sind natürlich meine Tode. Von früher. Ich ein Zombie? Ich höre einen Zombie. Ist er in meinem Keller drin oder ist er irgendwo noch im Keller? Ich hoffe jetzt mal, dass der nicht direkt bei mir ist. Durch die Spitzhacke. Ja. Wow, da ist doch ein Zombie. Woher kam denn der jetzt, bitteschön? Okay. Also auf alle Fälle kam der innen von unten her, weil der hat gerade angefangen zu brennen. Oh. Goldnugget hat er fallen lassen. Okay. Ein Goldnugget, ja gut, viele Goldnuggets würden auch einen Goldballen geben natürlich. Damit hat er trotzdem ein bisschen länger. Aber wenn wir keine anderen Goldsachen finden, was bleibt uns dann übrig? Man kann ja nur aus Golden Gussform bauen, oder? So wie ich weiß schon. Kann ich natürlich auch jeden. So, ich brauche noch mehr Türen. Damit hier wirklich alles zu ist. Opa. Na super, habe ich schon Platz verschwendet. Okay, wir brauchen mehr Platz. Limestone. Was haben wir hier? Granit. Haben wir schon Granit irgendwo? Ja, schon wieder was wir noch nicht haben. Also wir müssen schon wieder eine Truhe bauen. Okay, nee, reicht noch nicht mehr für ein weiteres. So. Und jetzt hat eine unserer Katzen das Gefühl, sie muss sich lautstark bemerkbar machen. Aber jetzt ist gerade nicht die Zeit dafür. So, 2 Minuten noch kurz warten. Okay. Ja, langsam wird es hier wirklich, nimmt sie in Form an. Und Formen und so weiter. Oh, scheiße. Oh, mein Turm wird jetzt echt, Spawnfläche geben, sehe ich gerade. Ja, gut, so sieht es aber nicht schlecht aus, eigentlich bis jetzt. Wie gesagt, wir brauchen jetzt eigentlich Gold, damit wir einen Guss bauen können. Warte mal. Guss. Ja. Sie sehen, die Gussformen sind nur aus Gold. Das heißt, ich muss Gold haben. Ohne Gold geht es nicht weiter. Wie komme ich zu Gold ohne... Ja, ich muss in die Mine gehen. Ich hoffe, dass ich das jetzt finde. Geht nicht anders. Gut, schlafen wir zwar jetzt eine Runde. Um die Nacht zu überspringen. Dann haben wir hier noch genug Essen eigentlich dabei. Kann ich hier eigentlich. Okay. Also hier ist nicht sättigende leichte Mahlzeit. Okay. Kann man nicht brauchen. Das ist mal gebraten. Fisch mal zuerst. So. Dann haben wir hier noch eine Sherry. Okay, noch ein bisschen geben. Dann haben wir hier noch dieses Scrap Mail.
gar nichts gegeben, aber bis wohl gar nichts bis wenig. Da haben wir noch Äpfel. So, sehr gut. Fertig da. Gut. Jetzt haben wir genug Holz. Jetzt brauchen wir mehr Cobblestone, ne? Das ist Cobblestone, oder? Cobblestone. Ich weiß gar nicht, ob wir einen Generator bauen könnten, rein theoretisch. Könnte euch denn funktionieren? Wieso werfe ich jetzt einen Fisch aus? Das muss mal jemand mir erklären. So. Keine Ahnung, wieso eben der Fisch? Wieso wird der Fisch immer ausgewählt? Grün ja nicht mal. Aber das ist ein bisschen komisch. Das ist ja, das ist Stone Bricks, das sind normale gebrannte Steine. Das war hier Cobblestone. Aber wir haben genug Cobblestone, an dem liegt es ja nicht. Mit Chisel bearbeiten. Weiß nicht, welches ist. Ich glaube der, oder? Mal schauen, ob es der richtige ist. Ja. Der richtige. Dass ich dann 10.000 falschen Stein baue. So, okay. Das war schon zu viel. Okay, ich dachte, ich habe was gehört. So, diese Höhe können wir sicher mal zu Ende bauen. So, dann sehen wir schon mal die Höhe von den Säulen hier auch. Hier können wir noch mehr Holz bauen, rein theoretisch. Rein theoretisch. Ich weiß gar nicht, ob ich das ein bisschen offen lasse, das Ganze irgendwie. Dass ich sage, ich lasse ihn eine Aula frei oder sowas ähnliches. Zum Beispiel, dass man irgendwie von oben her einen Teil immer sehen kann, was unten abgeht. Wäre natürlich auch eine Idee. Von hier irgendwelche Räume, irgendwie von der Tür her. Sage ich, ich baue hier so. Gut, so viel Platz ist ja wohl gar nicht so, man sieht. Ja. Außer man sagt, ich gehe von hier her. Von hier her. Wer? Her. Über. Spannend, wo ich jetzt rauskomme, wenn ich hier rüberbaue. Und hier müssen wir natürlich auch alles Fackeln hin. Jetzt haben wir ein riesen Monsterschloss im Endeffekt. Jetzt erstmal hier reinkommen. Okay. So lässt sich einfach schon mal die Säulen bauen. So, ich werde sie mal hier ein bisschen ausleuchten, damit wir keine Überraschung bekommen. Überall schön ausleuchten die Mauern. Oh, hoppla. Oh, nee, ich habe mich gedreht. Unglaublich. Oh, ich sehe schon, die Folge ist schon lange zu Ende. Ja, gut. Würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und schaut das nächste Mal ein, wenn es heißt Minecraft. Komm mal, bis dann. Tschüss.